Hey schöne Seele, herzlich willkommen zu diesem Video, in welchem ich dir einen Einblick in ein unbeschreiblich spannendes Channeling von Saint-Germain mitgeben möchte, nämlich zum Thema geistiges Heilen. Er hat in diesem Channeling Techniken vermittelt, die, wie ich glaube, so simpel sind, dass wir sie manchmal gar nicht wirklich ernst nehmen. Wir haben unzählige Themen miteinander beleuchtet. Es gab 8 sehr spannende Fragen, die Saint-Germain sehr ausführlich beantwortet hat. Aber die Essenz ist immer wieder präsent im Moment zu sein. Lerne dich kennen. Jetzt mal in diesem Einblick mit Saint-Germain und vielleicht auch mit dem ganzen Channeling, das findest du auf meiner Webseite. Aber wohl am simpelsten, ganz mit dir. Ich wünsche dir dabei viel Vergnügen und auch jetzt eben mit Saint-Germain. Danke fürs Reinschauen. Ich grüße euch, ich grüße dich, du wunderbare Seele. Was für eine Freude! Was für eine Freude! Was für eine unbeschreibliche Freude, dir jetzt zu begegnen. Und wenn du denkst, das geschehe über die Kamera, über die Technik, dann darf ich dich aufklären, geliebte Seele, ich, Saint-Germain, stehe jetzt gerade an deiner Seite. Und du magst vielleicht den einen oder anderen Verstand verwirren und denken, ja, der spricht doch jetzt gerade durch ein Medium, wie soll er bei so vielen Menschen, bei jedem Einzelnen an der Seite stehen? Und dann will ich dich eben daran erinnern, dass der Geist über alle Materie hinweg führt. Und dass du und ich Geist sind und im Geiste sind wir eins. Und so wie meine Worte dich hoffentlich heute erreichen, tief in dir, so tut es zumindest meine Präsenz. Deine berührt mich, auf jeden Fall. Denn du, geliebte Seele, bist der Traum deiner Seele. Dieses menschliche Ich-Bewusstsein, das du als Person wahrnimmst, ist wunderbar. Und es geht tatsächlich gar nicht mal so sehr darum, dieses Bewusstsein zu heilen. Denn der Mensch ist komplett, ist außergewöhnlich, ist wunderbar, vollkommen, in jedem Moment. Also lerne den Moment kennen. Lerne dich im Moment kennen und lerne darüber, deinen Verstand in die Präsenz und in die Gegenwart zu führen. Darin wirst du alleine schon sehr viel Heilung finden. Und hinzu kommt, dass wir den Geist nicht heilen müssen. Der Geist ist die Heilung. Und diese Heilung kann auch mit dem Wort Liebe umschrieben werden. Energie, Frequenz. Und es gibt zigtausend Techniken, die du lernen kannst. Unendlich viele Möglichkeiten, wie du dich und andere auf diesem Weg der Heilung begleiten kannst. Doch das eine Zentrale ist immer das absolut Gleiche. Es funktioniert nur im Hier und Jetzt. Im Moment. Deswegen ist dieses Präsent in der Gegenwart sein so unbeschreiblich wichtig. Und über dieses und viele andere Themen wollen wir heute in der Gemeinschaft diskutieren. Deswegen sage ich schon mal Danke an dich und an all das, was du mitbringst und ich heute im Verlauf des Abends beantworten darf. Bis später. Ich sage Danke. Tatsächlich kurz und bündig, nicht wahr? Das ist eine Einstimmung in unseren heutigen Abend. Dann geht's los, ihr Lieben.
Wir klicken euch in die Gruppen und wünschen euch viel Vergnügen beim Ausarbeiten dessen, was wir heute dann mit Sanjama anschauen wollen. Danke. Das war so spannend, euch zuzuhören, da wo ich zuhören konnte. Und ich bin dementsprechend jetzt wirklich sehr, 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 sehr gespannt, was uns Sanjama da alles mitbringen will. Und ich will auch da gar nicht länger unsere Zeit in Anspruch nehmen, sondern gleich mit euch in dieses zweite Channeling eintauchen. Diejenigen, die Sprecherin sind von heute Abend, bitte. Schön, bist du da. Schön, bist du bereit. Und einfach danke für euch. Dann lade ich euch nochmal ein, bewusst zu atmen. Das ist immer etwas ganz, ganz Wunderbares, wenn man sich mit der geistigen Welt oder mit dem Geist an und für sich verbinden möchte, weil es so simpel ist, dass wir das, was wir nicht sehen, die Luft, die ja im Prinzip dasselbe ist wie unser Körper, einfach ein bisschen anders aufgebaut. Einatmen, vieles in uns aufnehmen, weit werden. Uns konzentrieren auf unser Herz und lächeln. Ich wünsche euch zum Zweiten viel Vergnügen mit Sanjama. Nun denn, da sind wir wieder zum Zweiten. Ich, Sanjama und mit mir wahrlich viele. Erzengel Raphael, ein sehr, sehr großartiger Unterstützer, wenn es ums Heilen geht. Erzengel Michael, bekannt, wenn es darum geht, euch, dich von Elementen in eine neue Ebene hinein zu begleiten, also dich frei zu sprechen, zu klären, zu reinigen, vielleicht sogar zu trennen, würdest du sagen, von Elementen, die nicht länger gebraucht werden. Und natürlich ganz, ganz viele Schutzengel, Unterstützer auf allen Ebenen, die da sind. Und das Wichtige ist für dich vielleicht auch zu wissen, dass es hierbei jetzt nicht einfach nur um Engel und Erzengel geht, sondern auch um Tiere oder um Energiewesen aus dem Naturreich. Das sind auch großartige Helfer, wenn es ums Heilen geht. Deswegen ist das geistige Heilen, das Praktizieren davon, unter anderem in der Natur, also draußen, unter der Sonne oder unter dem Mond, eine großartige Angelegenheit, die es euch sehr erleichtert, mit dem Kontakt aufzunehmen, wonach ihr tatsächlich sucht. Die Natur hält unglaublich viel Schwingung für euch bereit, wenn es darum geht, den nächsten Schritt im Geist zu tun. Nun aber freue ich mich sehr auf die Frage aus der ersten Gruppe. Bitte schön. Meine Antwort lautet, wie könnte es anders sein? Ja und nein. Nein, es gibt keine Grenzen, wenn es um die Heilenergie geht. Ja, es gibt Momente, in welchen der Heilempfangende einen inneren Frequenzbereich, ihr würdet vielleicht sagen, noch nicht erreicht hat, noch nicht bereit dazu ist, eine innere Blockade aufweist, die das Resultat, das Gewünschte, welches wir als Fokus im Herzen und im Geist tragen, verzögert umsetzen lassen. Das heißt aber nicht, dass es nicht funktioniert. Geistiges Heilen ist grenzenlos und übrigens auch zeitunabhängig. Es geht also nicht darum, nur in der jetzigen Zeitlinie zu heilen, ihr könnt auch in anderen Zeitlinien heilen. Das hat übrigens manchmal damit zu tun, wenn sogenannte Spontanheilungen geschehen. Da hat oftmals die betreffende Seele, die eine solche Spontanheilung erlebt, es gerade mit sich selbst zu tun bekommen, auf einer anderen Frequenz, einer weiterentwickelten oder einer weniger entwickelten, die gerade ein Wahnsinns-Aha-Erlebnis hat und eine mega tolle Entscheidung fällt. Und das wiederum hat dann Auswirkungen auf das Jetzt, als welches du dich wahrnimmst. Es ist also unglaublich breit gefächert, was da alles mit einwirkt.
Und das Wichtigste aber, um zu verstehen, warum es manchmal nicht funktioniert, ist einfach deswegen, weil Energie der Aufmerksamkeit folgt und die Frage, die sie stellt, ist der heilend Empfangende, wo liegt tatsächlich sein Fokus? Liegt er im unbewussten Ablehnen, weil vielleicht nicht würdig genug, nicht aufrichtig genug, noch nicht so weit? Es liegt nicht am Heiler. Denn kein Heiler ist jemals imstande, einen anderen Menschen tatsächlich zu heilen. Er führt nur Energien zu, die der entsprechenden Person oder Seele die Möglichkeit bieten, aus einem noch volleren Pott zu schöpfen, als welcher eigentlich aus sich selbst heraus schon da wäre, um in dieser verstärkten Qualität die Entscheidung zu fällen, im Geist und auch im Verstand, die es braucht, um die nächsten Schritte zu gehen, die wiederum als Konsequenz das komplette, vollkommene, heile Ergebnis in sich tragen. Aber jeder Körper trägt eine absolute Blaupause, im Sinne von eine absolut heile Blaupause in sich oder um sich herum, auch in der Aura. Und die kann regelmäßig kopiert werden, sozusagen, auf die jetzige Physis, und die Physis wird darauf reagieren. Es ist aber manchmal gar nicht so leicht zu erkennen, wo man selbst im Widerstand ist. Warum diese Heilung jetzt doch nicht funktioniert. Und da geht es immer und ausschließlich darum, finde deine tagtägliche Aufmerksamkeit. Wo bist du die Mehrheit des Tages mit deinen Gedanken? Da, wo du bist, findet dein Leben statt. Wenn das nicht heil ist, wenn das nicht frei, vollkommen, glücklich und zufrieden ist, wie du glaubst, den Umständen geschuldet, dann sind die Umstände, die dich führen oder verführen und dementsprechend verweigern, dass du sie verlässt, weil du sie ernährst. Sich selbst aber derart zu beobachten, ist der Weg des Menschen, des Menschen von heute. Deswegen ist Selbstheilung einfach ein Weg. Also, nicht verzweifeln, wenn etwas von heute auf morgen jetzt gerade nicht funktioniert. Noch weniger verzweifeln, bitte, wenn es schon seit 10 Jahren nicht funktioniert, denn das bedeutet, dass du seit 10 Jahren höchst interessiert bist, als die Seele, die du bist, diesen Fachbereich zu studieren, und du wirst dich heilen. Nur dein Menschenverstand setzt eine, sagen wir mal, Zeitqualität, die sagt, in diesem Leben von Geburt bis hin zum Tode möchte ich das geschafft haben. Da deine Seele weit über dieses Zeitelement hinaus schöpft, ist das für sie einfach nur eine Möglichkeit. Also, verzweifelt nicht an dem, was ihr glaubt, sei gescheitert. Empfindet es als unterstützende Möglichkeit, noch tiefer in euch hineinzukommen und den Dingen auf den Grund zu gehen. Vielen Dank.